Moin Moin und hallo. Heute zeige ich euch, wie man nicht das komplette Stuhlsitzkissen wäscht, sondern nur den Überzug. So, jetzt habt ihr gerade gesehen, dass ich das da rausgeholt habe. Hier ist das Innenleben des Stuhlsitzkissens, also das Kissen selber. Und hier haben wir den Überzug. So, den Überzug waschen wir in unserer Waschmaschine, packen das einfach mal da hinein, auch mit diesem Befestigungsmaterial. Und wir werden es bei 40 Grad mitwaschen, weil das einfach so ein zarter Stoff ist, dass er nicht tiefer, aber auch vielleicht nicht höher gewaschen werden sollte. 40 Grad sind einfach angenehm für den Stoff, der freut sich dann, ist dann wieder frisch und frei, kann wieder nach dem Trocknen draufgezogen werden und weiter seinem Job nachgehen. Rein damit und Spaß dabei. Kommen wir zur Waschmittelwahl. Wir sind ja heute in dem 40 Grad Celsius Bereich unterwegs. Deshalb nutzen wir das Color Gel mit Kaltaktiv Leuchtkraftformel, wie ihr seht. So, was steht denn da hinten drauf? Da steht erstmal die Wasserhärte. Wir haben weich und hart in der Tabelle. Das könnt ihr erfragen bei euren Stadtwerken, wie hart euer Wasser ist. In unserem Fall ist es weich. Dann habt ihr hier noch drei Bereiche, wo leicht, normal und starke Verschmutzung anliegt. Wir haben also eine leichte bis normale Verschmutzung, deshalb werden wir uns bei ca. 70 ml aufhalten. Dazu gibt es vom Hersteller, den könnt ihr umsonst bestellen, diese Dosierhilfen. Und da steht hier auch, hier an der Seite, wie viel was ist. Das heißt, wir werden uns hier zwischen diesem langen und diesem langen Strich aufbehalten. Und nun werden wir dieses Gel dort hineingeben. Einfach mal reinkippen, bis es die gewünschten Milliliterzahl erreicht hat. So, das ist ganz schön fein gemacht. Und danach werden wir diesen Verbund von diesem leckeren Waschmittel zu unserer Wäsche geben. Das heißt, das kommt in die Trommel mit rein und danach ist auch schon Waschzeit. Wenn ihr Wäsche zusammen habt, dann schließen wir die Schotten und können zur Einstellung kommen. So, auf zur Einstellung. Wir machen die Waschmaschine an und schauen uns links die Seite an, dort sind die einzelnen Programme geschaltet. Wir wollen ja 40 Grad Koch- und Buntwäsche machen, also wir kochen nicht und wir waschen auch nicht zu heiß, sondern wir werden bei 40 Grad waschen. Dann schauen wir uns noch den Rest an. Wer schnell waschen machen möchte, dann verzögert, also geht die Zeit ein bisschen runter, aber der Energieverbrauch geht hoch, weil dann die Waschmaschine schneller erhitzen muss und dadurch wird mehr Energie verbraucht, aber es ist auch schneller, wie ihr seht. Also lassen wir es mal aus, wir sind nämlich Ökomenschen. So, die Schleuderanzahl ist in Ordnung, damit müssen wir nur noch darauf achten, dass das Wasser anliegt an der Maschine, dass das aufgedreht ist, weil ohne Wasser läuft die Maschine nicht. So, 40 Grad Wäsche, auf geht's. Genau, und wir machen diesmal Schnellwaschgang. Okay. Weil nämlich überhaupt gar nichts erhitzt wird. Auf 40 Grad wird das nicht erhitzt. Wir machen. Ergo haben wir keine mehr Energiekosten. Danke für Ihr Kommentar im Video. Genau. Schnellwaschgang, auf geht's. Start und Stopp und Pause und los. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!